Vier Männer und ein Problem. Die Kaffeemaschine von Sieglinde Irrgang tut's nicht mehr. Der Zulauf, der Wasserzulauf funktioniert nicht mehr. Wie haben Sie das gemerkt? Ja, weil nichts mehr rauskam. Ich hatte die Tabs reingelegt und draufgedrückt und funktionierte auf einmal nicht mehr. Jetzt würden die engagierten Herren vom Repair Café gerne nachsehen, woran das liegt. So, wir stehen jetzt hier mit vier Experten. Was hat sie? Noch lässt sich die Maschine noch nicht öffnen. Etwas einfacher haben es die Helfer am Tisch gleich nebenan. Die Küchenmaschine ist ein Erbstück und die soll auch noch ganz lange halten. Macht allerdings laute Geräusche und ich dachte, ich lasse die mal von einem Fachmann öffnen und mal schauen, ob die verdreckt ist von innen, dass sie einfach mal gereinigt wird vielleicht. In der Tat, sie macht mächtig Krach und sitzt bis oben hin voll mit Kuchenteig. Und wie klappt es bei euch? Gut. Super. Ja, das Gerät schon repariert? Ja, wir haben es mal aufgemacht und ein wenig gereinigt. Aha. Schon geht es wieder besser. Ich hätte mich alleine gar nicht getraut. Ja, ist das nicht toll? Ja. Und wir haben Geld gespart und der Müllberg. Der stetig wachsende Müllberg ist ein wesentliches Argument der Organisatoren. Die grundsätzliche Idee vom Repair Café ist reparieren statt wegwerfen. Also wir wollen einfach, dass die Menschen Spaß daran haben, dass die Produkte aufschrauben und sehen, so schwer ist es auch nicht, man kann da durchaus mal reinschauen. Kann man aber leider nicht immer. Die Kaffeetapsmaschine geht immer noch nicht auf. Das ist absichtlich so produziert, dass man die nur schlecht öffnen kann oder auch gar nicht öffnen kann. Und dabei verstehen die Herren hier alle was von Technik. Acht Experten beschäftigen sich heute mit den verschiedensten Geräten, freiwillig. Geld gibt's dafür keins, dafür aber durchaus den ein oder anderen Frustmoment. Spaß haben sie trotzdem. Weil ich auch zu Hause ganz gerne eigentlich etwas repariere und bastel, dann mache ich es jetzt mal hier. Also ich habe da Spaß dran, das zu machen. Außerdem lernt man viele nette Leute kennen auch, Gleichgesinnte. Ja, und das finde ich auch gut. Ne? Das ist so eine, der ist nicht so anonym halt. Ne? Gelegenheit, andere Menschen kennenzulernen, gibt's heute reichlich. Offenbar haben sich viele an das ein oder andere kaputte Schätzchen zu Hause erinnert. So wie Claudia Kunze. An dieser Lampe hängt sie sehr, nur will die nicht mehr leuchten. Sie hat einen kaputten Schalter. Und ich habe jetzt ein neues Kabel mit ein neues Kabel inklusive Schalter mitgebracht. So gut vorbereitet sind heute die wenigsten. Ganz kurz hat die Lampenbesitzerin auch daran gedacht, die Reparatur selbst durchzuführen, aber dann verließ sie doch der Mut. Ich repariere schon ziemlich viel selber, aber also mit Elektriker ist mir zu gefährlich und zu heiß. Also da möchte ich kein Gewicht bekommen. Und die Fachleute kriegen es tatsächlich hin. Die Lieblingslampe leuchtet wieder. Und das alles gibt's gratis. Spenden für das Café sind willkommen, aber der Service ist grundsätzlich kostenlos. Kritiker meinen, dass durch die freiwilligen Aktionen Arbeitsplätze im Handwerk gefährdet werden. Die Organisatoren sehen das anders. Ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass selbst wenn ich probiere über einen Kundendienst oder mich an den Hersteller wende, dass man oft einfach zurückgewiesen wird oder dass die Reparatur so teuer wäre, dass sie sich nicht lohnt. Dafür gibt's hier aber auch keine Garantie. Am Eingang muss jeder unterschreiben, dass er keinen Ersatzanspruch hat, wenn sein Gerät hinterher noch kaputter ist als vorher. Heidi Schuppmann ist das egal. Die Besitzerin dieser Kaffeemaschine ist ganz spontan vorbeigekommen. Ich wollte mir heute eine neue kaufen und dachte mir, wenn das eine Kleinigkeit ist, komme ich lieber hierher. Und dieses Modell kann man sogar öffnen. Ein Triumph für die Bastler. Es ist so ein bisschen dieses Abenteuer, man guckt in so ein Gerät rein, was eigentlich den Blick sonst verwehrt. Ja, und natürlich das Erfolgserlebnis, wenn es klappt. Und es klappt. Nach ein paar Minuten läuft das gute Stück wieder. Bei der anderen Kaffeemaschine geben die Bastler nach endlosen Versuchen allerdings auf. Wie frustrierend ist das jetzt für Sie? Och, ist nicht so frustrierend, nein. Es kommt bestimmt noch was anderes. Sieglinde Irrgang muss sich jetzt leider doch überlegen, ob sie ihre nicht zu öffnende Kaffeemaschine zum Kundenservice schickt oder einfach wegwirft.